Rebellion der Bauern, der Funke, aus dem ein Steppenbrand entstehen soll. Er gründet ein Sowjetgebiet in einer entlegenen Bergregion. Die Kommunisten enteignen reiche Grundbesitzer. Bauern dürfen Schuldscheine verbrennen. Mao verkündet eine neue Botschaft, dass mobilisierte Massen alles vollbringen können. Organisation ist gut, was aber zählt, ist der Wille. Der Gegenspieler ahnt die Gefahr. Chiang Kai-shek will die Kommunisten ausrotten. Eine 500.000 Soldaten lässt er gegen Maos Sowjet aufmarschieren. Ein einseitiger Kampf. Die Rote Armee muss der Übermacht weichen. Im Herbst 1934 die Geburtsstunde einer Legende. Der des langen Marsches. Ein Leidensweg. Ein Jahr und über 5000 Kilometer lang. Durch Hochgebirge und Sümpfe, immer attackiert von feindlichen Armeen. Der lange Marsch macht Mao zum Führer der Partei. Doch von 86.000 Revolutionären werden nur 8.000 überleben. Viele Jahre später. Die Propaganda macht daraus den großen Sieg. Im Bühnendrama und im Spielfilm. Das ganze Volk soll sich ein Beispiel nehmen an den tollkühnen Rotarmisten, die eine halb zerstörte Brücke über den Dadu-Fluss erstürmen. Ganz nach Maos Motto, fest entschlossen sein, keine Opfer scheuen und alle Schwierigkeiten überwinden, um den Sieg zu erringen. Wir haben herausgefunden, dass diese Schlacht nie stattgefunden hat. Denn es gab keinen einzigen Gefallenen. Niemand wurde verwundet oder bekam auch nur einen Kratzer ab. Die Wirklichkeit, Ende 1936. Ein geschlagener Haufen erreicht Yan'an im Norden Chinas. Mao Zedong ist jetzt ihr Vorsitzender. Doch weit weg scheint sein Traum von der Eroberung des riesigen Landes. Hier im Lössbergland, dem Hinterhof Chinas. Rückständig seit eh und je. Ein Land der Höhlenbewohner. Die 8000 Überlebenden graben sich Unterkünfte. Die Bedingungen sind erbärmlich. Er aber glaubt an den Sieg. Er weiß, worauf es ankommt. Sucht sich Verbündete, die er braucht. Seine Chance? Die Bauern. Er befiehlt seinen Leuten, bewegt euch im Volk wie die Fische im Wasser. Helft den Bauern auf den Feldern. Dient dem Volke. So verkünden seine Schriften. He was a great popular propagandist. Er war ein großer Propagandist. Er wusste, wie man komplizierte Probleme sehr einfach darstellen und lösen konnte. Zum Beispiel, wie man einen Guerillakrieg führt, wie man sich gegen überlegene Gegner behaupten kann und dabei selbst stärker wird. Sidney Rittenberg hat in Yan'an als Maos Mitarbeiter seine Worte ins Englische übersetzt. Never attack. Nie angreifen, es sei denn, man ist 3 oder 4-mal stärker als der Feind. Besser noch, 7, 8, 9 oder 10-mal stärker. Niemals bei gleicher Stärke angreifen. Nie angreifen, wenn man nicht sicher ist, dass man gewinnt. Ein Krieg wird Mao an die Macht bringen. Der Angriff Japans im Frühjahr 37. Ein brutaler Vernichtungsfeldzug. Hunderttausende Chinesen sterben allein bei den Luftangriffen. Die Japaner rücken vor. Millionen sind auf der Flucht. Viele zu Mao. Der stellt sich an die Spitze des Widerstands.
Wie viele andere kommt auch der Vater der Mao-Biografin Zhong Zhang in das karge Yan'an. Diese Menschen hoffen auf ein selbstbestimmtes China. Als sie merkten, dass Yan'an nicht das Paradies ihrer Träume war, saßen sie bereits in der Falle. Denn Mao erlaubte niemanden, Yan'an zu verlassen. Seit 1942 terrorisierte er diese jungen Idealisten. Er unterzog sie einer Gehirnwäsche. Er nennt es Ausrichtungsbewegung. Zum ersten Mal hat Mao die Macht, Menschen nach seinem Willen zu formen. Er nutzt sie. Tag und Nacht lässt er Abweichler schikanieren. Im Endeffekt wurden diese Menschen terrorisiert. Aus lebensfrohen Idealisten wurden kleine Rädchen in Maos Maschine. Mit ihnen konnte er seine Machtbasis errichten, von der aus er China eroberte. Peking, 1. Oktober 1949. Nach 4 Jahren Bürgerkrieg haben Maos Truppen das Land erobert. Der Bauernjunge aus Shaoshan ist am Ziel. Chiang Kai-shek ist vertrieben. Maos Sieg ist die schwerste Niederlage der Amerikaner im Kalten Krieg. Ein Sieg auch für den Machthaber im Kreml. Das bevölkerungsreichste Land der Erde, jetzt in seinem Machtbereich. Ein Triumph. Antrittsbesuch beim großen Bruder. Zum ersten Mal reist Mao ins Ausland. Sie versprechen sich Freundschaft. Doch die Distanz ist spürbar zwischen den roten Diktatoren. Er sah sich als loyaler Führer und Gefolgsmann Stalins im Kampf um die kommunistische Weltherrschaft. Er sagte, wer, wenn nicht Stalin, gibt die Befehle? Was Mao am meisten beeindruckt, ist der Kult um Stalin als Ehrengast beim 70. Geburtstag im Dezember 1949. Aus Stalinismus wird Maoismus. Chinas Erlöser heißt Mao Zedong, verkündet das Lied »Der Osten ist rot«. Vom Beginn unserer Erziehung an mussten wir lernen, dass Mao großartig ist, unbesiegbar, am klügsten, am weisesten und am tapfersten. Er denkt nur an die Interessen des Volkes. Er ist wirklich sowas wie ein Gott. Im neuen China wird das Bild des neuen Gottes allgegenwärtig. Wenn wir als Kinder die Wahrheit sagen wollten, dann sagten wir, ich schwöre beim Vorsitzenden Mao. Jeder in China lernte dieses Lied. Vater ist uns nah, Mutter ist uns nah, aber niemand.